Leichtgängig und zuverlässig. Nur drei Aspekte von vielen, die die BMW R51-3 zu einem absoluten Highlight der Motorradgeschichte machen. Anfang der 50er Jahre lässt diese Maschine nicht nur die Herzen der Rennsportler höher schlagen. Die Klientel waren auf jeden Fall eingefleischte Zweiradfahrer. Also die wollten wirklich die Dynamik, die Freude auf zwei Rädern genießen. Und die zogen damals das Motorrad jedem Automobil vor. Und wie gesagt, diese Beschleunigungswerte, das Handling, da kam damals eigentlich kaum ein Automobil mit. Hier war man schneller und wer einem da sozusagen auf der Autobahn die Rücklichter zeigte, das waren dann wirklich ausgesuchte Sportwagen oder wirklich sehr schwere Limousinen. 1951 löst die BMW R51-3 mit vielen Neuerungen die Strich-2 ab. Kettengetriebene Nockenwellen werden durch zentrale Stirnradgetriebene ersetzt. Die Batteriezündung weicht einer Magnetzündung, die direkt über die Nockenwelle angetrieben wird. Antrieb und Herz dieser sportlichen Maschine ist ein 500 Kubik Zweizylinder Boxermotor mit 18 kW, der viele nachfolgende Modelle prägt. Es handelt sich um den ersten neu entwickelten BMW Boxermotor nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Fahrwerk hingegen ist eine Vorkriegskonstruktion von 1938, die erste BMW-Konstruktion mit Hinterradfederung. Die Funktionalität, also wirklich dann die Fahrbarkeit und damit auch die Freude am Fahren, stand eigentlich bei uns immer schon im Mittelpunkt. Davon können in den 50er Jahren neben Privatpersonen und Rennfahrern noch weitere Kunden profitieren. Ein wichtiger Abnehmer der BMW R51-3 waren auch Polizeibehörden im In- und Ausland. Also wir haben schon in den 50er Jahren in über 100 Länder geliefert. Und die Behörden schätzten Laufruhe, aber auch Zuverlässigkeit und damit geringe Wartungskosten unserer Boxermodelle. Genauso altbewährt ist auch das Design der BMW R51-3. Minimalistisch und funktional. Die Dreiecksform geht dabei zurück auf die 20er Jahre. Diese Grundform, die bei der BMW R51-3 nur minimal abgeändert wird, setzt Maßstäbe und dient als Basis für alle Modelle bis 1969. Man hat von Anfang an eine Form gefunden, die das Optimale zur damaligen Zeit halt darstellte und dann aber bis mehr als 4 Jahrzehnte in die Zukunft wies und da auch immer noch Maßstäbe bezüglich Fahrbarkeit setzte. Von der BMW R51-3 wurden 18.420 Exemplare produziert. Das ist ein verhältnismäßig hoher Wert. Es liegt auch daran, sie passt sozusagen optimal in den Zweiradboom in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit 2750 D-Mark war die BMW R51-3 in Zeiten von Kleinwagen wie zum Beispiel der Isetta kein Schnäppchen. Wer aber gerne auf der Autobahn alles hinter sich ließ, kam an diesem Schmuckstück der BMW-Motorradgeschichte nicht vorbei.